Ja, Freunde, da ist mein Frischling, ein richtig kapitaler Frischling. Ja, ich sag da Spur aus Polen. Freunde, Waldhof-Trickjagd. Wir sind in Polen, Schilf treiben. 40 Meter vor mir wurde schon eine Sau gepackt von den Hunden eben. Bis jetzt kam nur ein Fuchs raus, aber Sauen sind auf jeden Fall drin. Schon mehrere Leute gesagt, dass sie Sauen gehört haben. Richtig großer Schilfstreifen. Ich denke mal, der ist so 2-3 Kilometer lang mindestens. Und teilweise 500-600 Meter breit. Sauen sind auf jeden Fall da. Jetzt müssen sie nur noch an der richtigen Stelle kommen. Ich bin gespannt. Ah, da fliegt schon eine Henne. Geil. Richtig Bock. Ja, also ich habe jetzt die erste Sau gesehen vor mir. Ich konnte null ansprechen. Auf jeden Fall eine Sau über 50 Kilo. Ich glaube, die ist jetzt von mir weggezogen und ist planschen gegangen. Die Sauen wollen natürlich hier nicht raus. Hier ist nirgendwo in der Nähe, Wald. Und das wissen die. So, erste Treiben ist vorbei. Ich habe dreimal Sauen gesehen. Einmal hätte man vielleicht gerade so schießen können. Aber ich habe nur diese kleine Schluppe da. Und ja, man muss ja auch ansprechen, was man schießt. Zum letzten war auf jeden Fall ein Frischling, aber waren die Treiber auch relativ nah. War mir einfach zu kritisch. Ja, mal gucken, was jetzt ansteht. Also hier sind immer noch Sauen drin, aber die kriegen die natürlich nicht raus. Eine ist rausgelaufen und eine Rotte, wo natürlich keiner stand. Klassiker. Ja. Spannend und kurzweilig. Also gleich bis zur nächsten Jagd.
ich denke mal, dass das Treiben in der nächsten halben Stunde vorbei ist. Das wird ja mal über WhatsApp durchgegeben. Ich bin auf jeden Fall gut Schüsse gefallen. Dann zwei Rotten im Treiben, vielleicht noch ein paar einzelne Sauen. Tammwild, Rehwild. Wir sind schon jetzt, denke ich, an die 10 Stück liegen. Für 12 Leute. Nicht schlecht. Ja, bei mir kamen ja die Sauen einmal da und einmal habe ich da Sauen gesehen. Aber halt beides viel zu weit weg, nichts zu machen. Dammwild auch viel zu weit weg. Rehwild, das habe ich halt laufen lassen. Muss nicht sein. Jetzt gucken wir mal, ob hier noch was kommt, aber bei dem Stand habe ich hier keine großen Hoffnungen, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich da gestanden, wo ich wollte, dann hätte ich auf jeden Fall gut Anlauf gehabt von den Sauen. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall nicht langweilig. Sebastian, toto ty widzieliśmy, strzelał on o 140 metrów już za daleko. I ten trzeci strzelał do Lisa bez drin, aber ich glaube, wir haben bis jetzt auch nicht so wirklich die guten Stände gehabt, muss man sagen. I teraz jak jechałem, ich zbierasz kurwa. Bei meinem Stand war klar, dass das nicht funktioniert. Ich hatte ja aber zweimal Sauen vor. Und Dammwild und Rehwild, ich habe viel gesehen, aber wie der Stand da ist, war klar, dass das nicht klappt. Ja, ich dachte schon, wo der mit dir da losgeht, ich sehe die Kanzel dahin. Ich denke mir so, ah, oh, nee, der arme Jens, ey, nein. War gemütlich, aber mehr nicht. Ja, ja, jak wyjeżdżam z lasu, to jest letzte Treiben des Tages, denke ich mal. Nee, machen bestimmt noch zwei, oder? Ja, ich denke auch. Wenn das Mittagessen jetzt nicht 10 Stunden dauert. Ja, wir kriegen schon noch was. Ist schön hier. So, drittes und wahrscheinlich letztes Treiben. Sieht für mich aus wie das Sauentreiben. Also hier sieht's richtig nach Sauen aus. Hier wird bestimmt was drin sein. Stand ist okay, ist kein Premium-Stand, aber es gab da hinten auch wieder so einen Stand, da war so eine Schluppe. Da ist bestimmt richtig gut. Der Stand an der Feldkante, denke ich, ist auch was besser. Nachbarverständigen immer wichtig. Mein anderer Nachbar sitzt in der Ecke, ein bisschen um die Kurve. Hier wird es auf jeden Fall knallen, also hier sind Sauen drin. Safe. Ein Stück Dammwildspitze auf mich zu, wollte genau meine Richtung. Aber das war so vorsichtig. Und das ist auf 50 Meter, da konnte ich nicht schreien. Also ich hätte schießen können, aber zu gefährlich. Ja, hat mich dann irgendwie spitz bekommen, wo ich mich quasi gar nicht bewegt habe und ist dann wieder zurück. Also links mein Nachbar hat ein Stück Dammwild und zwei Rehe, rechts mein Nachbar hat zwei Stück Dammwild. Scheinbar soll es bei mir heute nicht sein. Und Treibern ist noch gar nichts zu hören, aber wir kommen hier wohl irgendwann. Hier müssen auch Sauen drin sein, hat noch keiner Sauen gesehen, aber einige Stück Dammwild liegen schon. Das war eine Bar. Die lassen wir natürlich auch in Polen laufen. Vor allem, weil da vorher ein Frischling gefangen wurde. Da waren bestimmt noch alle Frischlinge. Dann schießen wir nicht den Frischling die Bache weg. Das lassen wir. Das Treiben ist jetzt, glaube ich, so gut wie durch. Tim hat, glaube ich, eine Sau. Ich glaube, einen Frischling hat er. Er stand nämlich genau da, wo ich ganz am Anfang des Treibens gesagt habe, wenn da einer steht, der ist gut, der Stand. Haben andere, glaube ich, mehr geschossen, Dammwild und so, aber keine Sauen. Ich glaube, Tim ist der Einzige, der eine Sau hat. Und bei dem Stand, das war eigentlich schon klar. Und hier mein Stand war ja auch ganz gut. Rehwild, Dammwild, die eine Sau gesehen. Aber Bachen schieße ich auch in Polen natürlich nicht, wenn ich es eindeutig erkennen kann.
So, letztes Treiben des Tages scheint vorbei zu sein. Den jetzt abgeholt. Bei mir ging leider nichts, hatte aber zumindest Anblick, konnte leider aber nicht alles filmen, teilweise vergessen. Ja, jetzt gehe ich mal zu meinem Nachbarschützen, der hat auf jeden Fall 3-4 Stück liegen. Bin ich mal gespannt. Also, ja, insgesamt liegt auf jeden Fall einiges. Tim hat, glaube ich, noch einen Dummy erlegt. War auf jeden Fall einiges da, aber bei mir hat es einfach nicht gepasst, ne? Das ist Jagd. Also, gucken, was morgen geht. Ja, erstes Treiben, zweiter Tag Polen. Und mal gucken, was hier geht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr neblig. Das ist echt nicht so angenehm. Man sieht so gut wie gar nichts. Aber es geht einigermaßen. So, die Jagd ist jetzt fast vorbei. Ich glaube um 11 ist Halt und Ruhe, noch 9 Minuten. Ich packe jetzt schon mal alles grob zusammen. Und dann geht's gleich zu den 2 Stücken. Immer noch Nebel einfach. Geht nicht weg. Die Sonne schafft es nicht, den Nebel aufzulösen. Naja, gucken wir mal. Vielleicht kommt ja noch was. Man hört einfach nichts, wenn Wild kommt. So gut wie gar nichts. Überall tröpfelt es runter. Und ich bin richtig gespannt auf Tims Hirsch. Tim ist einfach ein Hirschmagnet, das ist unglaublich. So, Freunde, Hahn in Ruhe. Und jetzt gehen wir mal zu unseren Stücken. Perfekt. Ein Kalb. Optimal. Wurde jetzt auch mal Zeit für mich. Gestern viel Wild gesehen, kam nichts mehr rum und heute 2 Stücke Dammwild. Sehr gut. Ein Hirschkalb. Perfekt. Ein Hirschkalb. Optimal. Besser geht's nicht. Schönes Tier. 2 Kälber, 2 Schuss. Schönes Wild, einfach dieses Dammwild. Jetzt geht's weiter. So, wurde jetzt abgeholt und jetzt geht's weiter für den anderen und dann gibt's Mittag. So, das letzte Treiben ist jetzt mittendrin. Richtig schönes Licht gerade, da oben fliegen die Gänse. Oder Kraniche, ich weiß gerade gar nicht. Und im Wald steht Dammwild, aber das ist mir zu riskant dahin zu schießen. Kam eben eine richtig dicke Bache, die mich aber selbstverständlich laufen lassen.
Und ja, da im Wald steht Dammwild, da hinten so auf 250 Meter steht auch Dammwild. Muss hoffen, dass die hier noch rüberziehen. Ja. Treiben geht bestimmt noch eine Stunde, also kann auch alles passieren. Aber das mit der Wache wäre echt cool. Ich dachte im ersten Moment natürlich, da kommt der Keiler, der bekannte Keiler, der immer übers Feld wegläuft. Aber es war eindeutig eine dicke Wache. Naja. Oh, da läuft das Dammwild jetzt. Die stecken sich da schon seit über einer halben Stunde. Wollen natürlich hier nicht ins Feld raus, aber irgendwann werden sie da weglaufen, wenn die Treiber kommen. Gucken. Hier kam jetzt gerade mal wieder aus dem gar nichts, hier vor mir durch den Mais auf 10 Meter, ein Frischling. Und ich musste irgendwie mehrmals auf den schießen. Wieso, weshalb, warum, weiß ich auch nicht. Erster Schuss bin ich schon super abgekommen. Keine Ahnung, ich hatte eine Änderung oder hatte mir notiert, dass die Waffe 5 cm Hochschuss hat, wenn ich den Schalli abnehme. Das dann umgestellt. Aber irgendwie. Oder vielleicht wegen den Maiskolben, dass die Kugel immer abgelenkt wurde. Das kann natürlich auch sein, wegen den Maisstängeln. Ja, hätte ich die vorher gehört oder irgendwie mitbekommen, dass hier was kommt, wäre ich natürlich bereit gewesen. Aber ich saß hier und dachte, ja komm, wird schon nichts mehr kommen. Beziehungsweise vom Weiten, aber die kam hier vorne aus dem Maishaus. Mega, habe ich jetzt einen Frischling. Erste Sau jetzt hier in Polen. Puh. Und vor Ort kommt oft, ne? Wir sind jetzt fast am Ende des Treibens angekommen. Ich denke mal, so eine Viertelstunde, maximal eine halbe Stunde geht's noch. Ja, und dann ist Feierabend. Geht zum Strecke legen, zum Essen. Ich bin jetzt froh, dass ich endlich noch ein Schwein hier bekommen habe. Aber morgen ist auch noch ein Tag. Morgen machen wir die Schilftreiben wohl. Oder die Treiben, wo auf jeden Fall mehr mit Sauen ist. Heute hatten wir in deren Kernrevier für Rotwild und Dammwild gejagt. Dementsprechend wurde hier auch relativ viel Rotwild und Dammwild gesehen. Und weniger Sauen. Ein paar Sauen sind natürlich auch immer da. Ja. Ich freue mich gleich, zu meinem Schweinchen hinzugehen. Oh, da war ein strammer Frischling. Jo, ist das ein dicker Frischling. Richtiger Ostenfrischling, wie man sie kennt. Heftig. Boah. Ja, Freunde. Da ist mein Frischling. Richtig kapitaler Frischling. 35, 40 Kilo. Ich hatte ihn viel kleiner eingeschätzt. Richtig starker Frischling. Liegt. Sehr glücklich drüber, dass wir den haben. Top. Schweine zu jagen macht einfach auf Drückjagd am meisten Spaß. Muss man einfach so sagen. Ja, ich sitze noch keine Minute, da kam schon der erste Fuchs. Ich glaube, hier vorne sind Sauen. Ich habe selbst den Fuchs gehört. Hier wird mal anders. Das ist sehr gut. Da, mein Nachbarschützer-Tipp.
Heftig! Also hier in dem Schilf waren jetzt Sauen ohne Ende. Ich glaube, hier sind immer noch Sauen drin. Eben kam innerhalb von so ein paar Minuten, überall wo man hingucken kann, kam irgendwo Sauen raus. Tim hat eine geschossen, kam zwischen Tim und mir, kam hier perfekt eine. Aber Tim natürlich im Hintergrund, kann ich nicht schießen. Dann kamen da drei im Schilf und ich habe das Glück, dass ich vor mir eine riesen Lücke habe, wo keiner steht. Habe ich die hochflüchtig auf 100 Meter geschossen, direkt rodiert. Dann kam hier gerade eventuell eine Kranke. Ich hatte eine krank geschossen, aber sehr, sehr schweren Schuss. Ich glaube, ganz tief Blatt. Vielleicht war das die, ich weiß aber nicht, aber die hier vorne. Und eben kam hier eine Rotte direkt vor mir, aber hier sind so wenig Lücken. Und da eine passende rauszufinden, ja, ist schwierig. Die Wache hätte schießen können, aber das macht man nicht. Und die standen über Riegel, keine Ahnung was. Ich wusste gar nicht, wo ich hingucken soll. Da wäre ein Werbebild vor uns gut gewesen, aber das macht man natürlich nicht bei der Rückjagd. Also unglaublich, hier sind bestimmt immer noch welche drin. Ich bin gespannt. Heftig. Bei diesem traumhaften Wetter. Traum. Ja, also Treiber haben jetzt hier noch eine Sau rausgezogen. Ist eben eine Sau, die ich krank geschossen hatte, rein. Hatte ich noch einen Fangschuss gegeben, ist sie weitergelaufen. Genau da haben sie jetzt eine rausgezogen. Also ich habe 4 Sauen liegen. Keine Nachsuchen mehr. Optimal. Top. So, Jagd vorbei und jetzt gehen wir mal nach meinen Schweinen gucken. Also beziehungsweise nach dem und da hinten das. Hier will man echt nicht Treiber sein. Da liegt der Frischling. Jawohl. Tiefplattschuss. Perfekt. Schöner Frischling. 20 Kilo ungefähr. Perfekt. Was ein Treiben war das denn bitte. Unglaublich. Weiter geht's. Ich glaube jetzt erstmal zum Essen und dann nächste Jagd. Jawohl. Ja, es war wohl der erste Schuss. Unten irgendwo. Das zweite Schuss. Der erste Schuss war was tief. Aber der Fangschuss hoch hinterm Blatt. Optimal. Tim hat auch 2 Sauen, davon war eine krank. Die kamen vom Nachbarschützen. Denke ich mal. Was eine Jagd hier. Was eine Jagd. Mega. Also Schilfjagd finde ich echt sehr schade, dass sowas bei uns im Westen nicht gibt oder so gut wie gar nicht gibt. Ist ja eher so eine Sache im Osten. Brandenburg, MacPom oder sowas. Was soll ich dazu noch sagen? Mega Jagd. Letzte Male hier vergessen. So, lebten ja auch im Schilf. Passt das auch? Was haben wir denn? Weiblich oder männlich? Weiblich. Vier Sauen auf einem Stand. Top. Zuerst kommen sie so. Ja. Und wenn kommen sie zurück, dann mit Christian kannst du stehen hier. Okay. Alles kurz, hä? Ja. Kurz und pass auf die Berge, hä? Ja. Alles kurz kannst du schießen. Nicht in den Stock, ja? Okay, nicht in den Stock. Halt man sein. Halt man sein.
Nächstes Treiben ist dran. Hab schon eine Sau gesehen. Kam ganz kurz aus dem Schilf raus, Hunde hinterher. Aber gar nichts zu machen. Ja, jetzt gucken wir mal, was hier noch geht. Diese Schilftreiben sind echt geil, aber sehr gefährlich, wie Maisjagd. Da muss man super aufpassen. So, eine Sache habe ich ja schon gesehen. Es wurde gesagt, wenn die Treiber hier durch sind, wobei ich glaube, da sind auch Hunde drin, weil da ist halt noch eine Sau. Ich habe eine Sau gesehen, eine 50, 60 Kilo Sau. Wurde gesagt, dass wir die Schneisen wechseln sollen. So ist mir auch deutlich lieber. Da links, wo ganz da hinten sitzt einer. Müsste ich, also so in die Richtung darf ich nicht schießen. Aber hier kann ich jetzt super auf die Schneise schießen. Sollte passen. Schilf treiben. Mega spannend. Heftig, einfach. Saugefährlich aber auch, vor allem wenn man keine Drückjagdstände hat, keine Böcke. Mal gucken, wenn die Sau wiederkommt, kann ich super schießen. Aber es sah für mich jetzt aus eher wie eine Bache, aber kann ich nicht sagen. Mal gucken, vielleicht kommt sie nochmal. Hier ist bestimmt noch mehr Schweine drin. Da knackt es heftig. Ah, ein Hund. So, hier war gerade nochmal spannend und ziemlich geraschelt. Schilf war aber noch Rehwild. Naja. Da hinten werden auch noch Hunde. Da sind ja auch Sauen. Also eine auf jeden Fall. Aber eine sind sie doch meistens mehr. Ja, ist so herrlich, dass man die Feuer hört und dann so gespannt ist. Ah, was ist das? Das Rehwild ist Rotwild-Sauen. Weiter geht's. Tja, hätte ich doch besser mal die Flinte mitgenommen, hätte ich doch einen Hahn geschossen. Der kam perfekt. Ja, mir kam jetzt ein Frischling von da hinten, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe. 30 Kilogramm Frischling. Ich habe den erst, der ist bestimmt schon 100 Meter gelaufen, habe ich den erst gesehen. Ich war gerade am Handy, gucken, was wir in unserer Drückjagdgruppe schreiben. Da konnte ich noch gerade so vorm Schilf, konnte ich noch schießen. Schuss vorne auf jeden Fall, ich meine, es ist nicht weitergelaufen. Hat auf jeden Fall gut Schuss bekommen. Die müsste liegen. Taktakem lief, glaube ich, auch. Mega. Habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Dass von da vor allem eine kommt. Ins Treiben rein quasi. Ja, wir haben das Wildschwein jetzt rausgezogen. Liegt. Scheint einen guten Schuss haben. Ist noch 10 Meter gegangen, maximal. Top hier. Stecken sie jetzt wieder Sauen. Oft nur einzelne, aber die kommen einfach nicht raus. Die wissen ganz genau, dass wir hier stehen. Ah, ich denke mal gleich vorbei. So, Freunde. Jagd ist jetzt vorbei. Nase läuft ein bisschen. Kalt ist mir aber nicht, nur die Nase halt. Und ja. Für mich hat es noch super geklappt im letzten Treiben mit einem Schweinchen, ein bisschen Frischling sein. Oh, perfekter Schuss, Traum. Und ja, guck mal. Ja, auf die 10. Flüchtiger Frischling. Hier sitzt der Schuss. Besser geht's nicht. Gott, hier liegt auch noch ein Schilf. Jetzt ein bisschen geben. Was eine Reise. Ich bock die mal auf. Ja, was eine Reise. Die ersten zwei Tage waren für mich eher mau. Und heute hat es dann richtig geklappt mit den Schweinen. Optimal. Ich habe jetzt 7 Stück Wild erlegt. Ich denke, das ist in Ordnung für 3 Drückjagdtage. Hier sind auch welche, die 15 erlegt haben oder mehr. Aber ja, kann halt nur das nutzen, was man nutzen möchte oder was man nutzen kann. Ich bin damit sehr zufrieden. Der Frischling hier war echt nochmal das i-Tüpfelchen für mich. Und ja, ich sage, da Spur aus Polen. Vielen Dank vor allem an die Treiber und die Hundeführer. Und an die ganze Orga.
jetzt wird alles gepackt und dann geht's gleich zurück nach Köln. Sehr gut. Ja, und jetzt geht's wieder zurück zum Auto. Und da muss man über diese wackelige Brücke. Ich habe ehrlich gesagt wieder ein bisschen Angst. Ich hoffe für euch, fürs Video, dass ich reinfalle. Aber ich selber hoffe, dass ich dann nicht reinfalle. Die sieht irgendwie schiefer aus als eben. Ich nehme euch mit. Hoffentlich geht das gut. Ah!